würde dir jederzeit meine letzte Clubmatte geben, Tim. Na, kennt ihr das Geräusch? Hallo beim Kurzwellensender. Hallo, Phil. Kennst du das Geräusch? Oh, noch nie gehört. Was ist das? Tja, das ist unsere alte Lost-Melodie. Hallo, Jan. Hallo, das ist blaues Licht. Das ist richtig. Hallo, Ben. Hallo, meine Spülmaschine leuchtet blau innen, wenn man sie aufmacht. Das ist aber cool. Tatsächlich, wenn man abends die Spülmaschine aufmacht, kommt man sich vor wie in einem Raumschiff. Ja, hast du schon mal, wenn du keine Spülmaschinen-Tabs mehr hattest, spül die Spülmaschine gekippt? Mach das mal. Nein. Hast du das etwa schon mal? Ja, mach das auf jeden Fall. Filme es. Niemand würde sowas einfach machen. Hast du dann eine Schaumparty veranstaltet? Ja. Doch, mein Kollege hat es tatsächlich gemacht auf der Arbeit. Hm. Der ist ja ganz schön dumm. Was ist der von Beruf? Labortechniker. Ich suche nach Gemeinsamkeiten. Ja, mit chemischen Verbindungen und so kennt er sich halt nicht aus. Das ist aber witzig, dass der Schaum da rauskommt, obwohl die Tür zu ist. Das ist echt Schaum. Witzig, wenn es bei anderen passiert, finde ich es auch witzig. Er ist kratzig und überall. Oder man nutzt einfach die Gelegenheit, um mal die Küche wieder richtig sauber zu machen. Vollgeschleimt. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Guten Tag. Wir sollten vielleicht ins Thema finden, weil wir sind ja hier im Kurzwellensender. Das steht ja für kurz und für Welle. Und das kurz bezieht sich, wie wir, glaube ich, schon mal erklärt haben, darauf, dass wir keine langen Podcasts mehr machen, zu Serien, die mehrere Staffeln haben, sondern hier kurze Dinge besprechen, die vielleicht nur ein paar Staffeln haben. Die vielleicht nur ein paar Folgen haben. Und Kurzwellensender deswegen, weil wir zum Beispiel in der ersten Staffel The Watchmen haben und wir sind jetzt in der zweiten Staffel. Willkommen zur zweiten Staffel. Von Watchmen? Die ist draußen? Nein. Mega. Vom Kurzwellensender. Verdammt. Es gibt keine zweite Staffel von Watchmen. Vom Kurzwellensender. Zweite Staffel Kurzwellensender. Und auch hier werden wir wieder eine abgeschlossene Serie besprechen, die 10 Folgen hat und die Castle Rock heißt. Eigentlich ist es nicht ganz richtig, dass es genauso ist wie bei Watchmen. Es gibt theoretisch 2 Staffeln, aber da das eine Anthology-Serie ist, ist die Geschichte nach der ersten Staffel abgeschlossen. So der Plan. So der Plan, ja. Und du bist der Einzige, der die schon mal gesehen hat. Genau, das war ja ganz ähnlich bei Watchmen auch, nur da warst du der Einzige, der die gesehen hatte. Und deswegen dürft ihr auch nicht in der Wikipedia gucken oder so. Das haben wir jetzt eben schnell vereinbart. Das bedeutet aber leider, dass ich dann in die Wikipedia gucken muss und irgendwelche Fun Facts raussuchen muss. Ja, ich glaube, das nennt man Win-Win. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon so viele habe, aber wir müssen heute ja sowieso erstmal über die erste Folge sprechen und über die Leute, die da jetzt auftreten. Da brauchen wir nicht so viele Fun Facts, aber ich glaube, es ist ganz interessant, da so ein paar Sachen rauszustellen, weil diese Serie ist so aufgebaut, dass sie eine Hommage an Stephen King-Romane ist. Ja. Das erkennt man schon am Namen der Serie, Castle Rock. Denn Castle Rock ist so eine Stadt von, ja, ich sag mal, im Stephen King-Universum, die oft in seinen Büchern vorkommt. Ach, aber eine Hommage heißt, das ist jetzt nicht, das ist keine Geschichte von ihm, sondern einfach nur in dem Universum. Korrekt, ja. Es heißt, es ist basiert auf Stephen King. Und er ist auch Executive Producer, aber er ist nicht Autor. Also das ist so ein bisschen wie heißt diese Serie, die so die 80er nachmacht? Mit oben Stranger und unten. Stranger Things? Stranger Things, genau. nur hier ist es eigentlich noch deutlicher, weil wirklich Orte und Charaktere und ja, so Ideen aus Stephen King-Romanen benutzt werden, wie eben Castle Rock. Castle Rock ist eine Stadt im fiktiven Bundesstaat Maine. Also Maine gibt es natürlich in Wirklichkeit, aber es ist trotzdem ein fiktiver Bundesstaat. Weil er nicht so aufgebaut ist wie das echte Maine. Aber es gibt immer wieder Anlehnungen an andere Städte, die es wirklich gibt, wie zum Beispiel Boston oder ich glaube in der Serie oder in der ersten Folge Dallas.
Dallas wird auch das Shawshank-Gefängnis. Ja, okay, Dallas. Ja, richtig, das Shawshank-Gefängnis kommt vor. Berühmt. Ja, die, ja, die, wie heißt sie? Die Gefängnisfrau. Die neue, nur kurz, wenn sie erzählt, wie sie aufgewachsen ist. Als Kind. Dallas ist ja jetzt nicht in Maine, das ist ja in Texas. Ja, aber der Henry, hieß er Henry? Ist ja egal, kommen wir später drauf. Der arbeitet ja in Texas. Genau. Ach, daher kam der Bezug. Okay. Daher kam. Ich wollte jetzt eher auf Portland raus. Das wird nämlich irgendwo auch erwähnt. Und das ist aber eben nicht das Portland, was die meisten kennen, weil das ist nämlich an der Westküste im Norden. Sondern es gibt auch in Maine ein Portland. Und das gibt es auch wirklich. Und das wird ja auch erwähnt. So ein 50.000 Einwohner-Kaff, glaube ich, was aber trotzdem so mit die größte Stadt in Maine ist. Genau, also wir sind hier verortet in der Nordwestküste. Nach oben kommt nur noch Kanada und nach Osten nur noch das Meer. Und Shawshank hast du eben erwähnt, das Gefängnis. Ja, genau, das spielt hier eine große Rolle und das ist in Green Mile das Gefängnis, oder? Ja, halt auch. Oh, Shawshank Redemption. Stimmt. Wie heißt der denn auf Deutsch? Shawshank Redemption. Mit Shawshank Redemption. Genau, die Foto. Mit Tim Robbins. Ach, Tim Robbins und Morgan Freeman. Genau. Wie, ach echt? Ja. Nee, wie heißt er auf Deutsch? Die Verurteilten. Ah, ja, eben. Der war das, ja, richtig. Da dachte ich, ah, okay, ich wusste nicht, dass er auf Deutsch Die Verurteilten heißt. Ich wusste lange Zeit nicht, dass das ein Stephen King nach Stephen King ist. Oder dass das ein Stephen King-Roman ist. Das habe ich auch jetzt gerade gelernt. Stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt Shawshank? Ja, aber es ist kein jetzt, so aus. Jetzt aus, ist es so. Ach so, es ist mit Sicherheit jetzt Shawshank, weil es ja Shawshank Redemption heißt. Aber ist ja auch nicht so ein ausgewachsener Stephen King-Roman oder so. Ich glaube, das war ja eher eine kurze Geschichte. Ach, ist es dann gar kein echtes Gefängnis, sondern es ist ein Stephen King-Gefängnis? Ich dachte ja, jetzt, es ist ein echtes Gefängnis, weil das kenne ich ja schon aus einem anderen Film. Aber wenn die beide von Stephen King sind. Doch, keine Ahnung. Stephen King. Also der basiert auf der Geschichte von Stephen King. Der Film zumindest. Ja, genau. Die Geschichte heißt Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Ja, ja gut. Und Stephen King muss man nicht erklären. Ja, ich kenne eigentlich hauptsächlich S von ihm tatsächlich. Ich kenne gar nicht so viel. Ich habe so ein paar Kurzgeschichten gelesen. Ich habe ein Kurzgeschichtenbuch mal geschenkt bekommen, das heißt Trucks. Da sind relativ viele. Ja, doch, aber also ein paar Namen. Ja. Carrie. Shining. Oh ja, Shining kenne ich natürlich. The Stand. Auch. Friedhof der Kuscheltiere. War so, wo ich ja lustig finde, ne? wo Tim gerade Kurzgeschichten meint. Ich habe mal The Stand gelesen. Das Buch hat irgendwie 1300 Seiten oder so. Ist ja auch ewig dick. Ja. Aber ja, cool. Stimmt. The Green Mile. Mhm. Hier Der dunkle Turm. Auch sehr kurz. Ja, habe ich alles nicht gesehen oder gelesen. Also ich habe The Stand nicht gesehen oder gelesen. Ich habe Carrie nicht gesehen oder gelesen. Boah, okay. Ja, aber es sind aber ich kenne Griff. Ja, natürlich. Ich wollte ja nur sagen, dass ich das gar nicht so viel kenne von Stephen King. Aber ich kenne hier mit Wesley Crusher und mit Naja, ich meine, er muss es schneiden, dann kann er sich auch Zeit lassen beim War das Stand by Me? Oder ja, Stand by Me, natürlich, genau. Ah, natürlich. Habe ich nie gesehen. Aber den habe ich gesehen. So. Ja. 1947 geboren. Und. Kurz einwerfen bei Stand by Me, spielt in Castle Rock. Ja, genau. Die vier Kinder aus Castle Rock. Genau. Und das heißt auch immer, dass das autobiografisch sei. Also, dass er da viel aus seiner Kindheit rausgezogen hat. Also, das ist ja, glaube ich, nicht autobiografisch. Das wäre ja dann wirklich, wenn es. Ja, aber das heißt es, also das heißt es oft. Heißt es oft bei Stephen King, stimmt. Also auch bei Es und bei, ja, also. Es ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Es kommen sehr oft Leute zurück nach Hause. Das ist ja auch in dieser Serie. Ja, das ist so ein bisschen Stephen King-Ding. Ja. Leute zurück nach Hause und zwar das Zuhause ist halt oft eben so ein kleines Nest oder so. So eine Kleinstadt. Die jetzt irgendwie New York wohnt. Ja, in der irgendwas richtig schief läuft und alle wissen es eigentlich, aber keiner redet drüber. Genau. Ja. Und alle sind auch irgendwie so ein bisschen weird. Mhm. Ja, so ist es ja auch bei S. Da kommen die ja auch alle zurück in die Stadt. Man sieht sie erst dann als Kinder, beziehungsweise es wird ja so ein bisschen vermischt im Buch.
die Szenen in der Vergangenheit und die Szenen jetzt. Aber da ist es ja genauso. Und in dieser Serie ist es genauso. Da kommt auch der Hauptcharakter in der ersten Folge zurück in seine Heimatstadt nach Castle Rock. Horror, Fantasy, Supernatural, Fiction, Drama, Gothic, Thriller, Suspense, Crime, Fiction. Also, großer Mann. Gut. Und schreibt ab und zu lustige Twitter-Kommentare. Wie war sein Pseudonym? Richard Bachmann. Ja, genau. Das andere habe ich vergessen. Hier stehen noch zwei weitere. John Swithin und Beryl Evans. Aber die haben nicht mal einen Link. Ach so, Richard Bachmann hat auch nur einen Link, weil... Ach, der hat sogar ein anderes Foto dann dabei gehabt. Hier ist nämlich dann auch ein Foto mit Richard Bachmann, das ist gar nicht Stephen King. Ist ja witzig. Is a pen name of American Horror Fiction Author Stephen King. Okay. Gut. Hier steht das... Hä? Hier steht, dass Stephen King Richard Bachmann in der Serie Son of Anarchy spielt. Ja. Ist das ein Gag oder wie? Naja, sein Charakter heißt halt so. Ja, der ist ein Problem Solver hier, so wie in, wie heißt er denn, Mr. Wolf. Ja, ja, aber das ist ja dann quasi dritte Wand, vierte Wand durch. Ja, ist einfach nur ein Scherz, ja. dass er so heißt. Ja. Mhm. Okay. Kannst mich alles fragen zu Sons of Anarchy. Sehr gut. Vielleicht sollten wir eine. Nee, Sons of Anarchy. Geht die Serie? Ist für den Kurzwellensender zu lang wahrscheinlich. Fahrradfahrer. Das ist so eine BMX-Gang in den 80ern. BMX, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Schon lange. Ja, ja, um so eine Biker-Gang aus einem kleinen Dorf, in dem sich die komplette organisierte Kriminalität der USA und Mexiko sammelt. Aber es spielt nicht nach der nuklearen Apokalypse. Nein. Kein Mad Max, nein. Okay. Aber es sterben ungefähr so viele Leute. Okay. Aber dann zurück zu Castle Rock. Ich glaube, Stephen King haben wir damit abgehakt, korrekt? Ja, womöglich, ja. Dann gucken wir uns noch so ein bisschen, bevor wir in die Folge einsteigen, noch so ein bisschen rundrum an, weil das ja die erste Folge ist. Also, was man sagen kann und das versuche ich dann so ein bisschen zu recherchieren. Ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt, ist so die Anspielungen auf Stephen King in den verschiedenen Episoden rauszufinden. Das gelingt mir bestimmt, da gibt es nämlich bestimmt Quellen zu. Das solltet ihr nicht tun, wollt ihr ja auch gar nicht, weil da habt ihr Arbeit mit. Aber das solltet ihr nicht tun, weil ihr sonst irgendwelche Spoiler vielleicht mitnehmen könnt. Also ein, zwei habe ich schon. Jetzt. Ach so, Spoiler, dachte ich. Nee, ein, zwei Anspieler. Ah, sehr gut. Wer hat denn so die Serie gemacht? Das war nicht Stephen King, ich habe ja schon gesagt, das basiert auf Stephen King. Stephen King war aber als Executive Producer dabei und unter anderem war auch J.J. Abrams als Executive Producer dabei. Ist von seiner Firma, glaube ich, auch produziert worden. Ja. Bad Robot. Ja. Und gibt noch so ein paar anderen, die ich jetzt nicht kenne und sie deswegen nicht nenne. Das soll nicht despektierlich sein, aber sie haben halt keinen Link. Und dann sind sie auch nicht wichtig. Ich würde aber den Regisseur noch nennen. Ich finde ihn nur gerade nicht, weil der ist tatsächlich bekannt. Aber die Folgen wurden noch von verschiedenen Leuten gemacht. Ist das so? Also es wiederkehrende Leute, aber mehrere Leute haben Regie geführt. So ein bisschen wie bei Mandalorian. Das ist ja oft so bei Serien. Ich hatte nur gedacht, das wäre einer gewesen. Hier, aber dann habe ich mich verguckt. Ich finde es auch gerade nicht mehr. Bei der Wikipedia, bei der deutschen, ist es unten bei den einzelnen Episoden dabei, wenn du weiter runter gehst. Ah, aber ich habe die englische, weil ich dachte, die deutsche bringt nichts. Außerdem habe ich gerade einen ganz falschen Artikel. Ah, nee, doch, da ist gar nicht Castle Rock. Ja, du hast recht, das ist auch in der englischen. Directed by Michael Appendahl, den habe ich aber gemeint. Und sagt mir aber was. Genau, da habe ich mich gestern auch nachgeguckt und der sagte mir auch was. Der hat zum Beispiel Becker schon gemacht. Das war so eine Serie, die hat Franken öfter mal empfohlen. Aber der hat... Comedy-Serie. Ja, genau.
aber der hat auch Fargo gemacht, zum Beispiel. Ah. Aha. Zum Teil. Okay. Also die Serie. Sogar ziemlich viele Folgen von Fargo. Und der hatte dann noch irgendwas Bekanntes gemacht, was ich jetzt nicht mehr finde. Ach, diese Vorbereitung. Ich schneide Michael das ja. Lundahl, den kann ich doch schnell. Den kann ich ja gefahrlos nachgucken. Ja. American Horror Story, Mad Men. Ah, Mad Men. Ja, Mad Men habe ich geguckt. Ah, okay. Das habe ich nicht geguckt. Und Ray Donovan habe ich auch geguckt. Auch eine gute Serie. Okay. Also der hat jetzt auf jeden Fall in der ersten Episode Regie geführt. Und du hast völlig recht. Nicht in allen, aber in vielen, so wie es aussieht. Ja, tatsächlich, ja. So, die erste Folge heißt Severance von Castle Rock. Was heißt das eigentlich? Ausbruch, nee, Abbruch, Unterbrechung. Ja, was mit Bruch auf jeden Fall. Ja. Die deutsche Folge heißt Trennung. Ah, Trennung. Mhm. Auch passend. Ja. Geschrieben wurde die Folge von Sam Shaw und Dustin Thomason. Sam Shaw, habe ich gesehen, war auch bei den Produzenten dabei. So, kommen wir zum Cast, bevor wir dann einsteigen. Also ich wollte nur mal jetzt über so ein paar Leute schon mal sprechen, damit man die Namen gehört hat. Aber es gibt ja sowieso in der ersten Folge jetzt noch nicht alle Charaktere. Deswegen werde ich die jetzt nicht alle durchgehen, sondern nur die, die hier vorkommen. Also, wir haben den Hauptdarsteller. Das ist Henry Matthew Deaver, meistens Henry Deaver genannt. Der ist Strafverteidiger und das ist eben diese Person, die ich eben meinte, die zurückkommt in die Heimatstadt, wo er früher aufgewachsen ist. Und der wird gespielt von Andre Holland. Der ist durch Moonlight bekannt. Ah, der hat sogar, nee, hat er nicht. Ich dachte, er hat einen Oscar dafür gewonnen, aber der Film hat einen Oscar gewonnen. War das eigentlich, sorry, da ich dich unterbreche, das Jahr in dem Oscars, ja, wo erst der falsche Film? Ja. Das hatten wir doch neulich schon. Das war Moonlight, ja. Ah, ja, ja, ja. Shit. Ja. Genau, Andre Holland. Ist sonst gar nicht so bekannt. Also mir zumindest nicht. Ja, also nee, mir war das Gesicht auch nicht bekannt. Okay, 1979 geboren. Dann, dann haben wir, der hat glaube ich gar keinen Namen. The Kid wird er immer nur genannt. Wie heißt er denn auf Deutsch? Der Junge? Oder hat er da einen Namen? Bill Skarsgård. Nee, ist immer nur der Kid. Junge. The Kid, mhm. Genau. Was der genau ist, da kommen wir, glaube ich, noch zu. Aber Bill Skarsgård kennt man ja auch aus der Neuverfilmung von S zum Beispiel. Mhm. Also das Internet, glaube ich, nennt ihn The Kid. IMDb sagt nur Prisoner. Okay. Also hier in der Dings steht auch The Kid in der Wikipedia. Und ich glaube, wenn sie über ihn reden, sagen sie immer The Kid in der ersten Episode. Gibt es noch was über Bill Skarsgård zu sagen? Auch, also, ja, nö. Die Stephen King-Verbindung hatten wir ja schon. 1990 geboren. Ist der Sohn von Stellan Skarsgård. Genau. Der Baron Harkonnen. Richtig. Und Jagd auf Flotte Oktober. Tupole. Oh ja, Tupole. Du bringst uns um, du blöder Arsch. Genau der. Im Alpha-U-Boot. Ja. Und hier Tschernobyl. Der Politiker. Stimmt, ja. Das war noch Zeit. Und Bill Skarsgård hat ja noch einen Bruder, der auch Schauspieler ist. Mhm. Ja. Tarzan. Tarzan Skarsgård. Genau der. Alexander heißt er, glaube ich. So, zu dem sagen wir jetzt noch nichts. Das ist so eine mysteriöse Figur. Da kommen wir dann gleich zu. Molly Strand. Sagt euch vielleicht gar nichts, weil der Name, glaube ich, gar nicht gefallen ist. Die wird gespielt von Melanie Linsky. Die taucht auf, die verkauft nicht Drogen auf dem Schulhof, die kauft Drogen auf dem Schulhof. Ah, die kenne ich. Also ich kann nicht sagen, woher, aber die habe ich schon oft gesehen. Du
Two and a Half Men. Yes, oder? Ich habe die ganze Zeit, als ich die Serie... Die Stalkerin. Ja, genau, das ist die Stalkerin. Die Nachbarin da, ich weiß ihren Namen nicht. Ich auch nicht mehr. Aber die steht immer einfach nachts vorm Fenster auf dem Balkon oder so, gell? Ja, die ja, ja. Oder klettert immer hoch plötzlich. Genau. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ich kenne die und jetzt habe ich es irgendwie auch, jetzt ist mir es eingefallen, als ich es jetzt wieder gesehen habe. Ja, und ich kenne sie noch aus dem Film, da spielt sie mit Elijah Wood, auch eine große Empfehlung, I Don't Feel At Home In This World Anymore. Ah, so heißt guter der Film. Ist ein sehr lustiger, also guter Film, genau. Ja, Netflix. Und da spielt sie die Hauptrolle. Ich glaube, die ist Neuseeländerin. Könnte sein, weil sie hat so einen Akzent, den ich nicht zuordnen kann und dann sind das meistens Neuseeländer. Ja, genau. New Zealand Actress. 1977 geboren. Dann hätten wir Ruth Deaver. Sissy Spacek spielt Ruth Deaver. Das ist die Adoptivmutter, kann man sagen, von Henry Deaver. Genau. Jetzt überlege ich gerade, oder ist das die richtige Mutter? Nee, adoptiert. Ja. Und die Schauspielerin ist Carrie, glaube ich. Ganz genau. Das ist die Stephen King-Verbindung. Genau, von der allerersten Carrie-Verfilmung. Ja, aus den 70ern, gell? Als sie noch jung war. Ja. Ja, und da, die hat ja auch eine lange Latte an Filmen und Serien. Ja. Da kann ich übrigens ein bisschen empfehlen. Da gibt es gerade eine Amazon-Serie, die heißt Night View. Hoffentlich sage ich das jetzt richtig, weil ich bringe ja heute alles durcheinander. Bestimmt nicht. Night Sky. Night Sky heißt die Serie auf Amazon. Auch die neue jetzt, oder? Ja, auch eine Staffel. Und da spielt Sissy Spacek zusammen mit J.K. Simmons. Das ist der, den Franken ja immer postet. Also, es gibt da so ein Meme, dass dieser Typ so ein ernstes Gesicht macht und dann anfängt zu lachen. Das ist J.K. Simmons. Und da spielt die so ein altes Ehepaar. Das ist ziemlich gut. Also, die beobachten immer die Sterne. Das machen die aber nicht so, wie die meisten Leute das tun, sondern die gehen dazu in den Keller. Und das ist so eine, ja, eigentlich, das wird dann auch wieder alles so ein bisschen Mystery-mäßig. Aber eigentlich diese Beziehung der alten Leute, das kann man sich ganz gut angucken. Also, kann man mal schauen. Ich mag Sissy Spacek immer. Dann haben wir Alan Pangborn und Alan Pangborn ist auch ein Charakter, den man aus Castle Rock in verschiedenen Stephen King-Verfilmungen kennt. Der ist oft ein Sheriff und das ist er auch hier, ein Sheriff im Ruhestand, gespielt von Scott Glenn. Auch aus Jagd auf Roter Oktober. Der Kapitän des US-U-Boots. Ja, und natürlich aus The Leftovers. Dieser Typ, der sieht so uralt aus, aber wenn der so sich bewegt, hat er irgendwie so einen total jungen Körper. Ja, ich weiß auch nicht. Der ist immer noch sehr gut gelenkig. Ja, gut, in der Wikipedia steht auch nur geboren am 26. Januar. Ah, ja, dann. Ja, das ist wie Marius Februar. Ja, in der Deutschen steht gerne. Aber 26. Januar 41 und dahinter ist ein Fragezeichen. Aha. Ja, die englische sagt, Glenns Geburtsjahr herrscht Verwirrung. Of birth range from 1938 to 1942. Ja. Okay. Naja, nicht mehr ganz jung, aber guter Typ. Ja. Auf jeden Fall. Und man sieht auch noch eine junge Version von dem, weil er nicht mehr ganz jung ist, in Rückblenden. Der wird dann gespielt von Jeffrey Pierce. Da fiel mir nur auf, dass dieser Jeffrey Pierce in vielen Computerspielen Voice Actor oder Actor war, wie zum Beispiel The Last of Us, Medal of Honor, Call of Duty in mehreren Teilen. Aber auch in ein paar Serien. So, und das war's schon fast. Man kann, ach so, es gibt doch, ein paar gibt's noch. Es gibt noch die neue Gefängniswärterin, die wir kennenlernen. Die heißt Theresa Porter, wird gespielt von Ann Cusack. Kennt man aus The Boys zum Beispiel. Mhm. Dann hätten wir noch Dennis Zalewski. Das ist einer der Wärter, der hier öfter vorkommt. Den kenne ich. Ich aus auch. Shameless. Woher? Shameless aus der Serie. Okay, die kenne ich nicht. Aber mir kommt der Typ auch total bekannt vor. Noel Fisher heißt er. Der hat bei The Pacific mitgespielt, falls du die gesehen hast. Ah, dann kenne ich den daher vielleicht.
Oder bei Breaking Dawn. Kann natürlich sein, dass du ihn daher kennst. Daher kenne ich ihn bestimmt nicht. Habe ich noch nie gehört. Okay, schade. War nur eine Idee. Okay. Und dann hätten wir noch Dale Lacey, das ist der alte Gefängniswärter, gespielt von Terry O'Quinn, den wir natürlich alle aus Lost kennen. Nie gesehen. Ja, John Locke in Lost. Und seine Frau Martha Lacey, gespielt von Frances Conroy. Ja. Six Feet Under, genau. Ja. Aber das habe ich nie gesehen. Ich habe aber gesehen, dass die da ganz viel mitgespielt hat, also wahrscheinlich eine der Hauptdarstellerinnen. Richtig. Ganz großartige Serie und eine der Serien mit den besten Enden, was ich je gesehen habe in der Serie. Okay, da musst du vielleicht auch nochmal gucken. Aber ist halt auch wieder HBO, also muss man sich irgendwo kaufen. Okay. Ja, das waren so, glaube ich, die Leute, die jetzt erstmal vorkommen. Ich wollte ja nur die Namen nennen, damit man die schon mal gehört habt und ihr euch die jetzt alle merken könnt. Dexter spielt übrigens auch eine Hauptrolle in Six Feet Under. Das weiß ich, ja. Das habe ich schon gehört. Aber der spielt ja jetzt hier nicht mit. Gut, noch jemand Bemerkenswertes? Also es war eine Frage. Nicht von mir. Nee, tatsächlich nicht. Dann steigen wir ein. So ganz am Anfang sieht man VCA sagen, ne? Genau. Sind wir im Auto und man hört, es ist mitten im Mainchen Winter. Und man hört im Radio eben ein Update zu einem vermissten Kind und sieht derweil auch die Radiofrequenz 100,3. Das ist tatsächlich Stephen Kings WKIT Rock'n'Roll Radiostation, die er wirklich hat. Und, ja, der hat die wirklich. Ja. Ich dachte, der benutzt die immer in den Büchern, diese Frequenz. Also ich glaube, die kannst du hören. Ach so. Die hat auf jeden Fall ihre eigene schöne Homepage und du kannst auf Listen Live klicken. Ich mach's mal kurz. Ja, da kommt was. Okay. Gerade läuft Eric Clapton. I Shot the Sheriff. 101,3? 100,3. Ich hab's aber auch im Channel geteilt. Okay. 100,3.com. Nein. WKITFM.com. Jedenfalls, er verlässt dann das Auto, nachdem er seinen Revolver geladen hat. Ich schätze mal, es ist eine Vorsichtsmaßnahme in Maine. Falls ein Elch kommt oder so. Und geht auf die Suche mit einem Stock, den er im Schnee rumstochert. Aller Wahrscheinlichkeit sucht er auch den Jungen, der Sheriff. Und findet auch was unter dem Schnee und ist dann aber sehr beruhigt, dass es ein erfrorener Hirsch ist und kein Junge. Macht eine Pause am See vom ganzen Suchen und dann hört man so ein bisschen das Eis knacken und es rumort und man weiß nicht genau, was es ist, aber es hört sich schon sehr Stephen King-mäßig unheimlich an. Und plötzllich steht da der Junge, mutterseelenallein, auf dem See. Und er war 11 Tage verschwunden, glaube ich, bei -30 Grad nachts. Genau. Ja, und dann dachte ich schon, ist ja völlig klar, was jetzt passiert. Er rennt auf den Jungen zu, der Junge ist gar nicht wirklich da und er stirbt, weil das Monster kommt. Ach so, ich dachte, falls Eis einbricht. Ja, und dann kommt so. Das Monster. Ja. Nee, er holt den Jungen tatsächlich. Ich meine, das kann man ja auch alles zusammen plempern, weil es gibt dann in der Folge immer noch vermehrt ein paar Szenen, die so rückblendenmäßig sind. Er holt halt den Jungen dann ins Auto, dabei läuft irgendwie, wie war's, 24 Hours from Tulsa, irgendwie sowas, so ein Lied. Mhm. Das ist auch eine Referenz hier an Watchmen für uns, nicht? Ja, doch. Tulsa. Doch, musste ich tatsächlich direkt dran denken, ja. Ja, und zu aller Leute Überraschung hat er halt keinerlei Anzeichen, dass er bei Eiseskälte 11 Tage draußen war. Sein Vater hingegen hat diese Anzeichen, denn der ist erfroren und tot. Und das machen die Einwohner von hier Castle Rock eben ein bisschen zum Vorwurf, weswegen wahrscheinlich der Junge, wenn er kann, also alt genug ist, Maine verlässt und sich dem Süden Texas zuwendet. Mhm. Erfährt so, man das zu seiner Kindesgeschichte. Und das ist ja auch der Charakter, der den Tim eben meinte mit der Homecoming-Story. Also der kommt in dieser Folge zurück,
in seinen Kindheitsort. Genau. Erfährt man das hier, dass sein Vater erfroren ist? Ja. Weil ich habe das nicht mitbekommen, okay. Also weil er ihn gesucht hat wahrscheinlich oder wieso? Genau, genau. Man erfährt nicht, was mit ihm passiert ist. Es wird halt nur gesagt, dass er erfroren und einen gebrochenen Rücken hat. Ach so. Und ich glaube, der eine Polizist sagt zu dem anderen eben, dass die Stadt dem Jungen das nicht wirklich verziehen hat, weil man dann so gedacht hat, ach, der hat sich einfach 11 Tage irgendwo versteckt und einen Streich gespielt oder irgendwie sowas. Und der Vater war ja irgendwie Reverend oder irgendwas mit der Kirche hatte das zu tun. Genau. Und ist natürlich dann ein Mann der Gemeinde, ne? Und wenn der verstirbt, dann trauert ja die gesamte Gemeinde oder die gesamte Gemeinde freut sich. Das hängt dann am Reverend. Ja. Aber Ruth Deaver hat ihn dann aufgenommen. Also sie. Nee, ich glaube, war das nicht ihr Mann? Also war das nicht die Frau des Pastors? Ja, das habe ich da eben der gefragt. Der Pastor war doch der Adoptivvater. Das macht Sinn, weil sie ja auch Deaver heißt. Also weil er auch Deaver heißt, ja. Das hatte ich doch eben gefragt. Okay. Also es ist doch. Ach so, aber ich hatte gefragt, ob es die Mutter ist. Es ist nicht die Mutter, es ist dann wahrscheinlich die zweite Frau. Es ist nicht, die leibliche Mutter. Ja, genau. Nein, ja. So war das. Aber das ist jetzt alles Vorgeschichte sozusagen. Jetzt gehen wir in die Jetztzeit. Ich glaube, es kommt gar kein Intro in der Folge. Habe ich das verpasst oder kam kein? Also das war irgendwie 1900, weiß gar nicht. Ja, irgendwie, ich glaube, knapp 30 Jahre. Glaube ich. 91, glaube ich. Jedenfalls liegen zwischen den beiden, also jetzt gibt es einen Zeitsprung von 27 Jahren. Und das ist auch wieder eine Stephen King-Referenz, denn It kommt ja auch alle 27 Jahre. Ah, okay. Okay. Ja, genau, war 91. 91 und 2018 sowas. Also spielt dann, als die Serie auch rauskam. Pre-Covid. Ja, und dann geht's auch direkt weiter, wie sich hier John Locke von seiner Ehefrau verabschiedet und sich dann umbringt. Irgendwie am letzten Arbeitstag. Genau. Er ist der Gefängnisdirektor, Warden von Shawshank. Und köpft sich sozusagen mit einem Strick um den Hals, den er am Baum festbindet und fährt dann mit seinem Auto über die Klippe. Genau da, wo auch der Sheriff den Jungen gesichtet hat. Nur diesmal im Sommer. Ja. Und er sieht, bevor er aufs Gaspedal drückt und losfährt, noch einen Hund. Ja, und ich dachte kurz, oh, der Hund, der überzeugt ihn jetzt, dass er sich doch nicht umbringt. Ja, aber dann lächelt er ja so leicht und drückt einfach durch. Dann hört man noch ein Krrk und sieht das Blut über das Kassettendeck spritzen und er weiß, der Kopf ist ab. Ja, das kam überraschend. Dachte, er wollte sich einfach nur erwürgen, aber naja, okay. Ja, aber er wird, glaube ich, das Auto nicht aufhalten und das hängt dann am an der Kette. Ja, nee, ich hätte nicht gedacht, dass er runterfährt. Ich dachte, er gibt einfach nur so lange Gas, bis er erstickt. Ah, okay. Aber ja, das war auch okay. Ja, dann das war's dann mit Terry O'Quinn in dieser Serie. Du hast gesagt. So ein bisschen Sean Bean in Herr der Ringe. Genau. Nur nicht ganz so lang. Ach, den sehen wir bestimmt noch öfter. Bestimmt. Ich glaube nicht, dass wir den zum letzten Mal gesehen haben, den Schauspieler. Also in dieser Zumindest Serie. Ich glaube, Kopf, doch denn der ist dann nicht mehr da. Genau. Meinst du, der steht dann immer irgendwo? Der wird so ausgestellt. Er schwebt. Oh. Ja, und dann lernen wir direkt die neue Gefängnisdirektorin kennen. Theresa Porter. Ja. Wie sie da einmarschiert. Und das ist anscheinend ein privat betriebenes Gefängnis, weil die muss sich ja gegenüber irgendeinem Board rechtfertigen. Und irgendwie das ist auch das Erste, worum sie sich kümmert, ist, wie kann man hier mehr Häftlinge aufnehmen, obwohl irgendwie schon alle verfügbaren Plätze doppelt besetzt sind, aber es kommt nicht genug Kohle rein. Ja, ihr Dandy, der Typ da, Berater, meint ja auch, wenn wir das Gym doppelt belegen mit Leichtverbrechern, dann können wir auch 1,5 Millionen mehr reinkriegen. Also nicht an Verbrechern, sondern an Dollar. Ja, und da mischt sich ja dann direkt ungefragt dieser junge, wie heißen denn die? Wärter. Denn irgendwas mit Ski am Ende. Ja, Zalewski. Ja, der direkt sagt, es ist schon alles doppelt belegt. Außer dieser eine verlassene Flügel, der vor 30 Jahren versiegelt wurde.
Nachdem er abgebrannt. Und da war auch wieder eine Stephen King-Referenz. Dafür, dass ich keinen Horror mag, hätte ich recht von diesen Referenzen. Weil der Oberwärter oder so, der führt sie ja durch und sagt, hier kann man sogar noch das Loch der Kugel sehen, wo sich der vorige Direktor, Gefängnischef die Kugel in den Kopf gejagt hat. Und das war der in Shawshank Redemption, dem Film. Ja, der sich da den Revolver unters Kinn gehalten hat und abgedrückt hat. Die Verbindung habe ich nicht hergestellt. Aber ich fand es auf jeden Fall, also ist mutig, die neue Chefin so an ihren Arbeitsplatz zu führen. Also die Vorgänger, die haben sich so und so und so und so umgebracht. Und das eine war genau hier. Ja, aber es beeindruckt sie nicht wirklich. Nee, überhaupt nicht. Und ja, hätte ich das Büro, hätte ich mich auch umgebracht. Genau. Ich meine, sie hat es ja jetzt. Ja, und ich gebe dann gleich den Auftrag, diesen abgebrannten Flügel zu durchforsten. Zu öffnen, ja. und bereit zu machen, ja. Und weil er so ein vorlautes Mundwerk hat, darf das direkt Zalewski machen mit seinem Partner, der genau die Arbeitsmoral an den Tag legt. Ich wahrscheinlich auch hätte. Ah, das sind die Gelegenheit nutzen wir erstmal für ein kleines Nickerchen. Weiß ja was keiner. Richtig, wie genau wir finde, in so einem verrotteten Gefängnisbett. Ja. Was da seit 30 Jahren. Ja. Wenigstens haben sie Tücher vor den Bündern. Ja. Ja, wow. Ja, er wacht halt auf mit roten Pusteln, aber mein Gott. Hat keine Arme mehr. Ja, und Zalewski ist aber irgendwie ein bisschen pflichtbewusster und durchsucht dann diesen verlassenen Gefängnisflügel und klettert irgendwie immer weiter in so ein Dunkel. Und und da wird es dann auch so ein bisschen horrormäßig, also weil er halt so im Dunkeln und die Taschenlampe geht aus. Und dann sieht er plötzlich irgendwas Buch im Dunkeln und erschreckt. Ja. Er klettert also in so einen Wassertank, er findet ja diesen Wassertank hinter so einer richtig heftigen Stahltür, wo man denkt, mach die lieber nicht auf. Und natürlich machen Charaktere in solchen Filmen oder Momenten ja immer alles auf, um dahinter zu gucken. Und dann fällt ihm ja das Buch dem Wassertank runter und man denkt, also ich dachte, geh da nicht runter und natürlich. Ja, natürlich, geht ich würde mir auch denken, also ich würde so kurz überlegen, wie viel bekomme ich hier bezahlt? Möchte ich das für dieses Geld tun? Nein. Vor allem, wenn der andere Typ einfach irgendwo anders ist. Und der ja, dann gehe ich halt auch einfach zurück und sage, ja, schaut gut aus. Ja, ja, da läuft sogar schon jemand irgendwo rum. Ich habe Spuren im Staub gesehen, aber. Ja, also ich glaube, nee, ja, wie du sagst, wird nicht genug dafür bezahlt, aber er scheint ja Idealist da, was das angeht zu sein, geht runter und da habe ich mich dann auch erschreckt, als man kurz die skarskartschen Augen sieht. Das sind Jumpscare. Das sind ja aber auch creepy Augen. Ja. Ja, durchaus. Das ist wirklich nur so ein ganz kurzer Jumpscare und dann sind sie ja schon im Licht. Ja. Es war allerdings so ein bisschen zu erwarten, oder? Ja, es hat besonders die Musik, die baut ja immer auf sowas hin. Diese Crescendo-Geigen, die immer höher und immer lauter werden. Ja, und jetzt diskutieren sie ja, ob das der Grund ist, warum sich der Gefängniswärter, der Alte, umgebracht hat. Dass er diesen geheimen Gefangenen da hatte. Von dem nämlich niemand weiß. Das war ja die erste Vermutung von Zalewskis Partner, dass der sich den da unten in die, also weil der war ja in so einem Käfig eingesperrt. Ja, und dann geht ja die, ich weiß nicht, ob das direkt passiert, aber dann geht die neue, die neue Warden geht ja dann auch nach unten und findet ja dann die Zigarettenstummel, die genau die gleichen sind, die im Aschenbecher oben in dem Büro eben stehen. Und dann erkennt sie halt, dass der alte Direktor immer wieder hier unten gewesen sein muss. Bei Marlboro ist so eine ganz ausgefallene. Ja, die gibt es nur einmal in den USA. Deswegen ist sie Gefängniswärterin und nicht Cop. Ja. genau, das heißt, es waren wohl seine Fußspuren dann tatsächlich da. Und das waren, muss schon sehr lange gewesen sein. Da deutet dieser Farbeimer voller Kippen hin. Da ist ja so ein sehr voll. 5-Liter-Eimer oder so voller Kippen. Ja. Ja, und der Gefangene sagt nichts, außer dann irgendwann einen Namen, Henry Deaver. Genau.
Dann lernen wir Henry Deaver kennen, glaube ich. Richtig, dann gibt es nämlich eine Umblende eben ins genannte Dallas, glaube ich. Also zumindest nach. Wo der irgendwie als Verteidiger von zum Tode Verurteilten tätig ist. Also der irgendwie immer noch mal versucht, in der letzten Minute da irgendeinen Appeal durchzukriegen. Und anscheinend sucht er sich immer Klienten raus, die anscheinend sonst keine haben will, weil es klang so, als würden die ganz überwiegend alle sterben. Ja. Es gab mal so eine Boston Legal-Folge, das hat mich da sehr dran erinnert. Da gab es eine ganz ähnliche Szene, dass die dann, ich glaube, Alan ist dann auch nach Texas gefahren, hat dann versucht, jemanden zu retten. Da gab es dann auch so eine Todesszene, wo dann der Gefangene nicht gestorben ist und so weiter. Das war irgendwie ganz ähnlich. Genau, aber ja, das ist hier eine alte Frau, die dann mit der Giftspritze hingerichtet wird. Und er schafft es halt nicht, sie mit Berufung am Leben zu erhalten. Und dann bekommt er einen Anruf, dass er in seiner Heimatstadt einen Klienten hat, von dem er aber nichts weiß. Genau, wieder heimlich von Zalewski, der ihn anruft, ohne dass irgendjemand außenrum mitbekommt, weil die Direktorin, die will das Ganze ja gar nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen, weil sie genau weiß, was das für die Revenue bedeutet. Ja. Schlechte Publicity. Genau. Ja, und er macht sich dann auf die Reise nach Hause, kommt an dieser komischen, ich weiß nicht, diese, also mit mehr Hintergrund kann man die Szene wahrscheinlich besser interpretieren, aber diese Szene mit diesem Jungen, der irgendwie so kurzen Huhn vor einen Alligator hält und dann wieder wegträgt, habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Das war ja das noch in Dallas. Auch nicht. Aber das also war eben die Alligatorfarm, ja, von der sie erzählt hat. Von die aber warum also er jetzt dahin ist und warum der Junge da den, also ich dachte, okay, er füttert jetzt halt irgendwie den Alligator, warum aber macht er ja gar nicht. Zu der Farm gegangen ist, war ja irgendwie um die, ich schätze mal sowas wie letzter Wille von der Verstorbenen. Mhm. Weil da ist ja auch so dieses, das ist, glaube ich, so Green Mile-mäßig angelegt. Ne? Die Todesspritze wirkt ja nicht wirklich. Die wacht dann ja nochmal auf. Und ich weiß nicht, wie da das Rechtssystem ist, ob dann die Todesstrafe quasi abgegolten ist. Oder, weil er läuft ja wieder dahin und sagt, ich bin der Zeuge, ich kann das bezeugen. Aber die machen dann ja einfach den Vorhang zu und geben ihr anscheinend noch eine Ladung. Keine Ahnung. Und dann nimmt er ja ihre Sachen und bringt die da zu diesem, Alligator-Farmfest, was auch immer. Ja, und da kriegt er den Anruf. Ja, und dann ist er auch schon, steigt aus dem Bus aus. In Castle Rock. Genau, und dann wird er dabei beobachtet von Affen Molly. Rose aus. Von Rose heißt sie. In, Rose, genau, ja. Molly Strand heißt sie hier. Und sie, so hieß sie, genau. Die ist auch ein bisschen komisch. Wir wissen noch nicht viel über sie, aber sie hat sich erstmal, habe ich ja eben schon gesagt, von irgendeinem Schüler irgendwelche Drogen verticken lassen. Ja, und wir wissen, dass sie keine Kinder hat, weil sie ist keine MILF. Stimmt. Genau. Genau. Und versucht sich so vor Henry Deaver zu verstecken, guckt aber ihm so hinterher, weil sie ihn wiedererkennt, offensichtlich. Aber wir wissen noch nichts über die. Und dann geht Henry, glaube ich, noch an der Kirche auch vorbei, wo sein Vater früher der Referent war und stellt noch fest, dass der Grabstein weg ist. Mhm. Aber zumindest, also das erfahren wir dann gleich. Und dann kommt er nach Hause und findet seine Mutter im Garten. Seine Mutter, ja, die anscheinend irgendwie Alzheimer hat. Genau, also, ja. Genau. Man sieht ja schon, dass sie irgendwie den Herd angelassen hat und die ganze Zeit der Rauchmelder an ist und sie ist im Garten und erkennt ihn erstmal gar nicht. Obwohl er sie ja vorher angerufen hat, glaube ich. Und dann sehen wir auch, dass da der Alan Pangborn auch im Haus wohnt. Er sagt ja dann, glaube ich, hin und wieder. Also, dass die irgendwie ein Paar sind.
seine Mutter und er. Und die können sich nicht so richtig gut, also zumindest Mark Henry, glaube ich. Ellen, ja, es gibt ja irgendwie so ein paar Informationen, dass er irgendwie die Befürchtung hat, dass er seine Mutter irgendwie, also dass er ausnutzt, dass sie nicht mehr so richtig immer alles weiß, dass er Entscheidungen für sie trifft, ohne bei dem Sohn nachzufragen, ob das jetzt wirklich so sein soll. Ja. Eben, wo es zum Beispiel auch drum ging, dass sein Vater irgendwie in ein anderes Grab umgelegt wurde, weil die Kirche irgendwie alle, habe ich nicht ganz verstanden, die haben irgendwo Geld investiert und es lief schlecht. Und deshalb mussten sie den Friedhof irgendwie verpachten und ja, deshalb, das sieht jetzt aus eher wie ein Parkplatz als ein Friedhof. Ja. Und haben die umgebettet. Ja. Nicht so eine gute Idee, wenn man Stephen King'sche Friedhöfe bedenkt. Ja, es war mal ein alter Indianerfriedhof, mein Gott. War das nicht so Poltergeist? Oder gibt es das auch bei Stephen King? Das war Friedhof der Kuscheltiere. Okay. Aber bei Poltergeist war das auch ein alter Indianerfriedhof. Ich bin mir sicher. Möglich. Und dann geht, glaube ich, Henry ins Gefängnis, oder? Und versucht mit seinem Klienten zu reden. Genau. Wird aber von der Friedhofswärterin, wollte ich gerade sagen, wird aber von der neuen Warden Gefängnisdirektorin abgewehrt. Also abgewimmelt. Ja, weil die hat natürlich gar kein Interesse dran. Ja. Mir fällt jetzt so gar nicht mehr so viel ein vor dem Ende. Ich bin gerade auch komplett lost, wenn ich ehrlich bin. Er geht ja dann nochmal zurück und redet nochmal mit Scott. Scott. Mit Alan Pangborn. Da geht es nochmal um diese Geschichte, dass sich ja der alte Warden getötet hat. Und dann sagt aber der Alan Pangborn, dass er nicht so ein richtiger Freund von dem Warden war. Also geht so ein bisschen um die Vergangenheit auch. Und da wird halt auch nochmal angesprochen, dass er ja da damals verschwunden war und so weiter. Also ja, und er will ihm auf jeden Fall hier auch nicht groß helfen. Ja, genau. Das kommt dabei rüber, richtig. Ja, und dann fällt mir nur noch jetzt die letzte Szene ein, wo Zalewski dann eben seine Nachtschicht hat. Ja, genau. Ja, richtig. Man sieht nur noch, wie Henry dann in seinem Zimmer ist und da schaut jemand aus dem Nachbarzimmer aus dem Fenster und verschwindet dann im Dunkeln. Vom Nachbarhaus beobachtet. Ja. Genau, aber dann sehen wir die Nachtschicht im Gefängnis. Ja, der sitzt da eben vor den Überwachungsmonitoren und liest, glaube ich, ein Buch. Ist ein bisschen abgelenkt dadurch und als er dann wieder auf die Überwachungsmonitore schaut, sieht er eben den Jungen aus dem Käfig, der irgendwie aus seiner Zelle entkommen ist und anscheinend mehrere Wachen umgebracht hat. Und er guckt unheimlich in die Kamera. Ja, und er macht noch eine Tür auf. Ja. Mit anscheinend irgendwie seinen Gedanken. Wie auch immer. Oder mit einem Schlüssel. Ja. Ah ja, oder mit einem Schlüssel. Ja, aber man sieht es ja nicht wirklich, weil geht ja auch immer Licht aus, Licht an. Ich meine nur, wenn da mehrere tote Wachen liegen. Könnte er von einer. Das stimmt, aber ich bin eher bei Übernatürlichem. Der hat ja auch schon vorher so eine Maus beobachtet, wie sie da durch diese. Ach ja, die Green Mile Maus, ne? Ja, habe ich auch schon wieder nicht. Ist das aus Green Mile? Ja, in Green Mile hat ein Inhaftierter, der Inhaftierte, deswegen war es auch so ein bisschen verrückt. Der hat mit seiner kleinen Maus, das ist so sein Zellenpartner, mit der macht er auch später einen Zirkus. Aber dann das ist jedenfalls der Gefangene oder Inhaftierte, dessen Exekution ein bisschen schief läuft, aber nicht mit einer Injektion, sondern mit einem elektrischen Stuhl. Und das ist ein bisschen fieser als jetzt in der Serie. Von daher war diese misslungene Hinrichtung mit der Nadel auch so eine kleine
Anlehnung an Green Mile, glaube ich. Und da gibt es eben auch die Gefängnismaus in Green Mile. Ich glaube, die tritt jemand tot an oder so, gell? Ja, ich glaube, irgend so ein sadistischer Wächter. Ja. Der kleine Arschlochwächter. Und hier rennt sie in eine Mausefalle. Und die wird dann wiederbelebt. Ah, durch die Hand auflegen, stimmt. Stimmt, durch, John Coffey hieß er, ne? Ja. Aber hier wird sie nicht wiederbelebt, zumindest sehen wir es nicht. Nee. Ja. Ja, und dann gibt es noch eine abschließende Szene, und zwar nochmal Rückblick. Weil da sehen wir jetzt doch nochmal Terry O'Quinn als Gefängniswärter, wie er nämlich unten in diesem Tank sitzt und raucht und dem Kid sagt, wenn sie ihn finden, soll er verlangen nach Henry Matthew Deaver. Ja. Typisch J.J. Abrams, einen so anzufixen. Ja, wobei ich nicht weiß, wie viel er da jetzt wirklich mit zu tun hatte. Also so. Findest du, das wirkt das so richtig wie eine J.J. Abrams-Serie? So. Na doch, aber am Anfang war der, glaube ich, in Lost schon noch sehr involviert. Ja, im Piloten vor allem. Also erste Staffel, kann man sagen. Okay. Nun gut. Ja. Nun gut. Das ist die erste Folge. Ja, was gibt's denn da jetzt für Fragen? Was wollen wir denn jetzt wissen? Wer ist der Junge? Richtig. Ja. Das ist so eine kleine Frage. Ja. Wo war hier? Henry? Ich will immer Henry Cavill sagen, aber er heißt nicht so. Henry Matthew? Ja. Wo war er als Kind? Genau, also da wird hier gleich dieses Mysterium aufgebaut. Ja. Um ihn. Ja, und er sieht sich auch selber nochmal an dem See. Und Henry. Genau, richtig. Es ist, als wenn er quasi in eine andere Welt schauen würde. Ja, im Winter plötzlich, obwohl es ja Sommer ist. Ach so, wenn er dann nachts dahin fährt, das haben wir nicht gesagt. Stimmt, er fährt ja dann nachts in diesen, wo der Warden sich umgebracht hat und sieht dann sich nochmal da stehen als Kind. Ja. Das haben wir auch gar nicht gesagt. Er selbst behauptet ja, er weiß nicht, wo er die 11 Tage war, gell? Nee, er sagt ja auch zu der, als die zum Tode Verurteilte ihn fragt, was seine erste Erinnerung ist, sagt er ja dieses Tulsa-Lied und das lief im Radio, als er wiedergefunden wurde. Von daher war das anscheinend seine erste Erinnerung. Aber vielleicht erinnert er sich bald an mehr, wer weiß. Wer weiß. Das sind so die Dinge, was ist da 1991 passiert und was hat es mit The Kid auf sich? Wo kommt der her? Wer ist das? Warum sitzt der da in dem Gefängnis? Und warum hat ihn da der Gefängniswärter immer besucht und vor allem wahrscheinlich auch selbst da eingesperrt? Und warum vor allem sagt er jetzt, dass er den Henry Deaver nennen soll? Weil und was ist mit der, wie heißt noch die, mit der Frau eben? Weil die hat ja auch noch Sachen von Henry. Ah, Molly Strand. Hm. Stimmt, da sieht man auch noch eine Szene, wo sie so eine Kiste auspackt in ihrem Haus. Genau, mit einer Sanduhr, dem Vermisstenposter und so einem kleinen Flanellhemd oder sowas. Ja. Also die kannten sich offensichtlich früher als Kinder. Ja, gut. Gut. Interessanter Einstieg, gar nicht so hätte gerne weiter, wie ich befürchtet habe. Ja, aber auch noch schwer einzuschätzen. So. Ja, sehr schwer einzuschätzen. Ja, das kann doch noch völlig in die andere Richtung ausschlagen. Also nicht uninteressant so, ich will schon weiter gucken, aber ich bin aber so, also begeistert. Also so, dass ich jetzt unbedingt sofort weitergucken muss, was auch nicht. Ich fand vor allem die Kamera interessant. Also ich fand irgendwie das gut gefilmt. Es waren so ein paar Aufnahmen waren sehr interessant. Die waren immer sehr Beispiel der ja. Henry wird, ich glaube, wenn er den Anruf entgegennimmt, auch so gefilmt durch eine Schlinge. Mhm. Wo man wieder an den Selbstmord denken muss. Also ich jedenfalls. Es ist immer sehr dynamisch, finde ich, die Kamera. Es wird immer irgendwie, es gibt immer so Drehungen oder so Schwenks nach oben und so weiter. Ich fand es irgendwie interessant und die Lichtstimmung macht irgendwie auch was aus. Also ich finde es einfach vom Aussehen ja gut. Ja gut, gucken wir mal, ob alle Fragen in Folge 2 geklärt werden. Das glaube ich, das hoffe ich tatsächlich nicht. Das wäre schon sehr merkwürdig. Ja,
Ja, man weiß halt auch noch nicht genug, um sich auch selbst viele Fragen ausdenken zu können. Also ja, wir müssen einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Genau. Ja, finde ich auch. Also je nachdem, wie es weitergeht, ist es vielleicht einfach jetzt eine gute Folge, in der viel, viel Basis gelegt wird. Aber ja. Ich habe auch tatsächlich, weiß auch tatsächlich nicht mehr, wie es weitergeht. Also ich weiß schon, wie das Ende ist. Irgendwie habe ich noch im Kopf, aber keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich habe das ja schon mal gesehen vor ein paar Jahren. Nämlich als das gerade rauskam. Und ja, die eigentlich ganz gut gefallen. Und ich fand halt, das ist halt nochmal so eine abgeschlossene Serie. Deswegen fiel die mir gerade ein. Außerdem, weil sie sonst niemand kannte, hatte sie sich gefunden. Okay. Dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Und hören uns dann demnächst wieder mit Folge 2, Staffel 2. Staffel 2? Ja. Ja. Staffel 2, Kurzwellensender. Ganz genau. Ach so, ich dachte Staffel 2 von der Serie. Genau, wir gucken Folge 1, Staffel 1 und dann Folge 2, Staffel 2. Wir gucken von ja, und dann machen wir immer so weiter. Immer nur die gleiche jeweils Folge. Passende Folge der Staffel. Mega, weißt du, wie viele Serien wir durchprügeln dieses Jahr? Das ist der Hammer. Und nächste Woche machen wir dann Babylon. Eine Folge Firefly, fertig. Ja. Aber wenigstens ist es dann der Pilotfilm. Und dann können wir auch noch den Film gucken. Das ist ja das sozusagen stimmt. Folge, ah nee, das ist Folge 1, Staffel 2. Ach, egal. Gut. Gucken wir die zweite Hälfte. Genau. Ich bin ein Blatt im Wind. Und damit. Fletch. Damit verabschieden wir uns. Glaube ich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wo bin ich hier? Achso, da ist wieder das Outro. Oh, ich kann den Gefrierschrank wieder einschalten. Ich habe gerade echt aus dem Fenster geguckt, ob hier ein Flugzeug kommt. Das ist einfach doch schon ein bisschen her. Das ist der Drama-Abspann. Drama, Baby. Willst du das Drama? DJ Tim in the house!